Am 7. Mai 2001 verschwand die damals 9-jährige Peggy Knobloch aus dem oberfränkischen Lichtenberg. Ihre sterblichen Überreste fand man erst 15 Jahre später, am 2. Juli 2016 in einem Waldstück bei Rotacherbrunn. Der geistig behinderte Ulvi Kolak wurde nach Peggys Verschwinden verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Das aufsehenerregende und umstrittene Verfahren endete am 30. April 2004 mit einem Schuldspruch und einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Außergewöhnlich daran war, dass die Verurteilung allein aufgrund eines unter fragwürdigen Umständen zustande gekommenen und noch vor Prozessbeginn widerrufenen Geständnisses von Kolak erfolgte. Es gab weder eine Leiche noch sichere Beweise oder belastende Zeugenaussagen gegen den Angeklagten. Am 9. Dezember 2013 ordnete das Landgericht Bayreuth schließlich ein Wiederaufnahmeverfahren an. Dieses endete am 14. Mai 2014 mit dem Freispruch von Ulvi Kolak. Der Fall Peggy Knobloch gilt damit weiterhin als ungelöst. Am 7. Mai 2001 verschwand die 9-jährige Peggy Knobloch aus Lichtenberg auf dem Heimweg von der Schule. Sie wurde zuletzt um etwa 13 Uhr gesehen, gerade einmal 50 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Die Mutter arbeitete im Schichtdienst in einem Altenheim und war häufig nicht zu Hause, wenn die Tochter von der Schule kam. Peggy hatte aber einen Schlüssel und ging häufig in die Wohnung eines befreundeten Nachbarehepaars, gelegentlich auch in ein Lokal zum Mittagessen. Das Wohnhaus der Familie lag direkt am Marktplatz. Die Ermittlungen, die bis nach Tschechien und in die Türkei führten, brachten trotz einer Belohnung von 55.000 deutschen Mark keine Erkenntnisse zu einer Tat. Bei der Suche nach der Drittklässlerin arbeitete die Sonderkommission Peggy 4.800 Spuren ab. Trotz intensiver Suche blieb das Mädchen unauffindbar. Ulvi Kolak, der nach Hinweisen von Peggys Mutter vernommen worden war, konnte zunächst ein Alibi vorweisen, das ihm seine Mutter verschafft hatte. Im Februar 2002 wurde auf Anordnung des damaligen bayerischen Innenministers Günther Beckstein eine 7-köpfige Ermittlungsgruppe eingesetzt, die den Fall neu aufrollen sollte. Eine im März 2002 durchgeführte Untersuchung von Kolaks Kleidung blieb ohne Befund. Im Oktober 2002 nahm ihn die Polizei fest und verhörte ihn erneut. Dabei gestand Kolak, das Mädchen am 3. Mai 2001 in seiner Wohnung missbraucht zu haben. Am 7. Mai habe er das Mädchen auf dem Heimweg abgepasst und sich entschuldigen wollen. Peggy sei jedoch weggelaufen und habe damit gedroht, ihn zu verraten. Auf dem Lichtenberger Schlossplatz habe er sie eingeholt. Nachdem er sie niedergestoßen habe, sei sie schreiend am Fuß einer Treppe liegen geblieben. Er habe ihr Mund und Nase zugehalten, bis sie erstickt sei. In Telefonaten mit seinem Vater, welche abgehört wurden, belastete Ulvi Kolak diesen mit der Aussage, er habe ihm dabei geholfen, die Leiche zu beseitigen. Daher wurde der Vater vorübergehend festgenommen. Später widerrief Kolak das Mordgeständnis. Die Geständnisse zu den Missbrauchsfällen erhielt er aufrecht. Anwalt und Eltern waren überzeugt, dass das Geständnis durch seine Erschöpfung nach stundenlangen Vernehmungen sowie durch Suggestivfragen und falsche Versprechungen der Polizei zu erklären sei. Der Mann gestand, ohne dass ein Verteidiger zugegen war. Außerdem gibt es davon keine Tonaufzeichnung, es stützte sich allein auf das Gedächtnisprotokoll der Ermittler. In der Begründung des Urteils heißt es, Kolak wäre nicht in der Lage gewesen, eine solche Geschichte zu konstruieren, so dass man annehmen konnte, dass er Erlebtes geschildert habe. Kolak hatte durch eine Hirnhautentzündung schwere geistige Schäden erlitten. Sein Entwicklungsstand wird mit dem eines 8- bis 10-jährigen Jungen gleichgesetzt.
Im Sommer 2000 soll er einen 7 Jahre alten Jungen sexuell missbraucht haben. Kulaks Mutter erfuhr davon und zeigte ihn an. Es stellte sich heraus, dass er auch andere Jungen mit Keksen zu Doktorspielen gelockt hatte. Im September 2001 wurde er in Bayreuth in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Prozess begann am 30. September 2003. Am 30. April 2004 verurteilte das Gericht Kulak zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Hauptindiz war das Geständnis des Angeklagten, welches das Gericht für rechtmäßig zustande gekommen und glaubwürdig hielt. Ein Gutachten des Psychiaters Hans-Ludwig Gröber war zu dem Ergebnis gekommen, dass Kulaks Schilderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf realen Erlebnissen beruhten. Gerade wegen seiner verminderten Intelligenz sei er außerstande, sich einen so schlüssigen und detailreichen Tathergang auszudenken und über einen längeren Zeitraum zu merken. Es sei auch kein Motiv für eine falsche Selbstbelastung erkennbar. Außerdem gäbe es keine Hinweise darauf, dass Kulak der Inhalt des Geständnisses suggeriert worden sei. Der Angeklagte wurde im Hinblick auf das Tötungsdelikt für schuldfähig erklärt. Straffrei blieb dagegen der sexuelle Missbrauch von Kindern, da Kulak in diesem Zusammenhang Schuldunfähigkeit attestiert wurde. Die Verteidigung ging in Revision mit der Begründung, ein so perfektes Verbrechen könne von ihrem Mandanten nicht begangen worden sein. Außerdem habe es Zeugen gegeben, die Peggy noch um 19 Uhr gesehen hätten, während laut Staatsanwaltschaft die Tat gegen 13.30 Uhr begangen worden sei. Am 25. Januar 2005 verwarf der Bundesgerichtshof die Revision, womit das Urteil rechtskräftig war. Kulak blieb weiterhin im Bezirkskrankenhaus Bayreuth in einer geschlossenen Abteilung untergebracht. Kulaks Eltern, Peggy Knoblochs leiblicher Vater sowie Großeltern und Teile der Bevölkerung von Lichtenberg glaubten an Kulaks Unschuld und gründeten eine Bürgerinitiative. Da dem als geistig behindert geltenden Kulak zur Zeit des Prozesses kein Betreuer gewährt worden war, wurde eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Als Betreuerin Kulaks wurde Gudrun Rödel berufen. Laut den Nachforschungen seiner Betreuerin blieb Kulak ein Zeitfenster von nur 20 Minuten, zu wenig, um die Tat begehen und die Wegstrecke zurücklegen zu können. Im Juli 2012 widerrief der Hauptbelastungszeuge, ein Mitinsasse im Bezirkskrankenhaus, der mit der Polizei zusammengearbeitet hatte, seine Aussage gegen Kulak eidesstattlich. Er begründete seine Zusammenarbeit mit der Ermittlungsbehörde mit versprochenen Hafterleichterungen. Die Staatsanwaltschaft kündigte daraufhin an, den Fall zu überprüfen. Kulaks Anwalt stellte im April 2013 einen Antrag auf die Wiederaufnahme des Verfahrens. Der damalige Leiter der Staatsanwaltschaft, Heinz-Bernd Wabnitz, erklärte dazu, die Wiederaufnahme eines abgeschlossenen Strafverfahrens sei schon vom Grundsatz her so gut wie unmöglich. Angesprochen auf die Widersprüche im damaligen Verfahren meinte er, dies sei aus juristischer Sicht wenig relevant. Am 20. November 2013 empfahl die Staatsanwaltschaft Bayreuth die Wiederaufnahme des Verfahrens und bezog sich auf einen Punkt im Wiederaufnahmeantrag. Am 9. Dezember 2013 ordnete das Landgericht Bayreuth die Wiederaufnahme des Verfahrens an. Das Gericht begründete seine Entscheidung unter anderem mit der Falschaussage eines mittlerweile verstorbenen Zeugen, sowie der Existenz einer Tathergangshypothese, die dem Gericht zum Zeitpunkt des Urteils nicht bekannt war. Das Wiederaufnahmeverfahren begann am 10. April 2014. Am 14. Mai 2014 hob das Landgericht Bayreuth die frühere Verurteilung Kulaks auf. Zudem sollte ein neues Gutachten klären, ob Kulak aus der psychiatrischen Klinik zu entlassen war. Am 9. Januar 2015 ordnete das Landgericht jedoch die Fortdauer der Unterbringung an. Im März 2015 revidierte dann das Oberlandesgericht Bamberg diese Entscheidung
unter anderem aufgrund von fehlender Verhältnismäßigkeit und ordnete seine Freilassung zum Ende Juli 2015 an. Kulak wurde in einer betreuten Wohneinrichtung untergebracht. "2007 untersuchten Ermittler erstmals das Haus des in der Nähe wohnenden vorbestraften Sexualstraftäters Robert E. Sie fanden dabei ein Kinderunterhemd, auf dem sich aber keine DNA-Spuren von Peggy nachweisen ließen. Auch konnte Robert E. für die Tatzeit ein Alibi vorweisen. Neue Ermittlungen der Staatsanwaltschaft führten dazu, dass man am 22. April 2013 das Haus erneut durchsuchte und auf dem Gelände nach Überresten grub. Robert E. wurde erneut befragt. Bei den Grabungen wurden Knochenteile gefunden, die jedoch nicht von Peggy stammten. Ab September 2013 wurde gegen einen Mann aus Halle ermittelt, der wegen sexuellen Missbrauchs zu 6 Jahren Haft verurteilt worden war. Dieser war öfter zu Besuch im Haus der Familie des Mordopfers und im Umgang mit Peggy unangenehm aufgefallen. Durch Recherchen der Journalisten Ina Jung und Christoph Lemmer waren die Ermittler wieder auf den Mann gestoßen, der anfangs vernommen, aber gegen den nicht weiter ermittelt worden war. Im Dezember 2013 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen den Adoptivbruder des Tatverdächtigen aus Halle ermittelt. Die Ermittler prüften, ob er bei der Beseitigung der Leiche geholfen haben könnte. Sein Alibi stellte sich später als falsch heraus. Am 8. Januar 2014 wurde auf dem Friedhof in Lichtenberg ein Grab geöffnet. Polizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth hatten erwogen, dass Peggys Leiche im Grab einer damals 81-Jährigen, die 2 Tage nach Peggys Verschwinden beerdigt wurde, und deren Grube zu diesem Zeitpunkt bereits ausgehoben war, versteckt worden sein könnte. Das Grab enthielt jedoch keine Kinderknochen. Im April 2015 suchten Taucher in einem Stausee nach Peggys Schulranzen, der kurz nach ihrem Verschwinden dort gesehen worden sein soll. Die Suche ergab jedoch keine neuen Anhaltspunkte. Am 2. Juli 2016 entdeckte ein Pilzsammler in einem Waldstück bei Rotacherbrunn in Thüringen Skelettteile. Mittels DNA-Analyse konnten sie Peggy zweifelsfrei zugeordnet werden. Das gefundene Skelett war nicht vollständig, es fehlten zudem Kleidungsstücke sowie jede Spur vom Schulranzen. Deshalb untersuchten Kriminalbeamte Ende September 2016 ein größeres Gelände rund um den Fundort. Es ist ungeklärt, wie lange die Leiche am Fundort lag und wie lange Peggy Knobloch noch lebte. Die gefundenen Knochen waren die einer 9-Jährigen. Im Oktober 2016 wurde bekannt, dass DNA-Spuren des Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt am Skelettfundort gefunden worden waren, was sich laut Staatsanwaltschaft Bayreuth im März 2017 als Trugspur herausstellte. Sie sei während der Spurensicherung der Polizei an den Leichenfundort Peggys gelangt. Der Übertragungsweg bleibt, nachdem im Juli 2018 eine Kontamination durch die Spurensicherungsgeräte ausgeschlossen worden war, unklar. Am 12. September 2018 durchsuchte die Polizei 2 Anwesen eines Mannes namens Manuel. Dieser sei mit Ulvi Kulak befreundet gewesen und von diesem mehrmals bei der Polizei erwähnt worden. Die Polizei war dem Verdächtigen über die Analyse von Mikropartikeln auf die Spur gekommen, die sich auf den sterblichen Überresten von Peggy befanden und sich mit von ihm angegebenen Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Tat deckten, wobei sein bisheriges Alibi in Zweifel gezogen worden war. In einer Vernehmung gab er an, an jenem 7. Mai 2001 von einem ihm namentlich bekannten Mann die leblose Peggy übergeben bekommen zu haben. Der Verdächtige hat nach eigenen Angaben noch versucht, das Kind wiederzubeleben, ehe er die Leiche zu ihrem späteren Fundort brachte. Jacke und Schulranzen des Mädchens will er einige Tage später vernichtet haben.
Am 11. Dezember 2018 wurde Manuel S. schließlich von der Polizei verhaftet und am selben Tag in Untersuchungshaft genommen. Er soll bereits 2001 in betrunkenem Zustand von der Beseitigung der Leiche gesprochen haben und zählte für die Polizei zum sogenannten relevanten Personenkreis. Über die von ihm beschuldigte Person machte die Polizei keinerlei Angaben. Knapp zwei Wochen später hob das Amtsgericht Bayreuth den Haftbefehl jedoch wieder auf, sodass Manuel S. frei kam. Am 22. Oktober 2020 teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit, dass die Ermittlungen eingestellt wurden und der Fall mit seinen rund 6.400 Spuren, 250 Gutachten und 3.600 Vernehmungen geschlossen wurde. Peggy Knoblochs sterbliche Überreste wurden am 6. April 2022 an einem unbekannten Ort im Beisein ihrer Mutter und geladener Polizeibeamter der Kripo Bayreuth beigesetzt. Peggy wäre an diesem Tag 30 Jahre alt geworden.